schön, dass ihr da seid. Zum zweiten Mal in Anileas Aldi im Nordbad. Zum zweiten Mal gibt es eine Riesenfete und es geht ums Wasserspringen, ums Turmspringen. Es geht um Emotionen, es geht um Gefühl, es geht um Präzision und es geht einfach um dieses Hammer-Event, wenn hier Prominente ins Wasser springen und sich trauen, ihren Sprung des Lebens zu springen. Gehört zum festen Veranstaltungskalender und alles Gute für die Veranstaltung. An die, an die! Andi! Das Nordbad, es sind alle vorbereitet, es sind alle bereit für den Sprung meines Lebens und alle freuen sich auf dieses Mega-Event heute Abend. So, Juan, jetzt machen wir ein bisschen flott hier. Ja, du darfst jetzt mal ein bisschen schneller rennen, denk dran, wir sind nicht auf Arbeit. Das ist ein bisschen flotter. Juan geht weiter auf satte 10. Halt! Oh, nee, das ist 5 hier, nicht mehr. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Ich bleib mal kurz hier unten, Juan, ne? Du machst das schon. Ja, ganz hoch mit dir, hoch mit dir. Ab nach oben. Oh, du machst das schon. Ab nach oben mit dir. Ja. Stefan, du könntest ruhig damit hochgehen. Damit du mal weißt, wie die Luft dort oben sich Ich wollte mir die Flugphase angucken. Ja? Das kann ich hier von 5 Meter viel besser, mein lieber Andi. Stefan, Entschuldigung, aber jetzt für alle Fotografen, es wird was Außergewöhnliches passieren. Guam wird das halten, bis es nicht mehr geht. Jetzt müssen die Fotoapparate schnell und lange hintereinander klicken, um ein geiles Bild zu machen. Hier rauszubekommen. Ja, ich meine, so groß ist er ja nicht. Ne? Den muss er erstmal vor der Linse kriegen. Also, Chutan Kwon mit seinem Sprung seines Lebens hier im Nordbad auf 10 Meter. Kwon, alles okay? Ja. Sieht so aus, ne? Ja, oh, er hat Höhenangst, aber die Art und Technik musst du mir noch verraten. Wrong, das Becken ist frei. Du darfst. Ich riech nur noch an dir jetzt. Ja? Schau ihm in die Augen. Hier ist Wrong! Wow! Spektakuläres Ding! Geile Pose oben und er nimmt sozusagen den Schlag und den Kauf. Das muss noch Wertung geben. Ja, scheiße, ist klar, dass du die Akte nicht gelesen hast. Sag mal eine Beschreibung. Naja, wie sieht denn aus? Ich weiß es nicht so. Hier. Geh mal hoch, immer links.